Die Landesregierung steckt in den kommenden Jahren noch mehr Geld in die Kinderbetreuung. Was ist genau geplant? Erstmal haben wir eine große Nachfrage nach Kindertagesstätten und deswegen müssen wir den Gemeinden genügend Mittel geben, damit sie auch ausreichend Kinderbetreuungsplätze schaffen können. Und wir werden nochmal 190 Millionen zusätzlich investieren in diesen Bereich, damit wir das auch umsetzen können zusammen mit den Kommunen. Denn das ist eine ganz entscheidende Größe für das Fortkommen im Land, für die Eltern, für die Kinder und aber auch für die Unternehmen. Warum sind Ihnen die Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung so wichtig? Erstmal ist es so, dass das für den Bildungserfolg der Kinder sehr, sehr wichtig ist. Die Kinder wollen wir eben fördern, so gut es geht, und da fangen wir schon bei den Kleinsten an. Zweitens ist auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Ja. Alle sollen ja daran teilnehmen können, deswegen stellt der Staat solche Einrichtungen für alle zur Verfügung, sodass sich das alle leisten können und nicht nur Menschen mit einem dicken Geldbeutel. Und drittens dient es natürlich auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Heute wollen oft beide Eltern arbeiten und das geht nur, wenn wir gute Betreuungseinrichtungen haben. Sie haben schon in den vergangenen Jahren die Mittel für die Kinderbetreuung massiv erhöht. Haben diese Anstrengungen tatsächlich zu einem deutlichen Ausbau der Betreuungsplätze geführt? Ja, wir haben die Mittel in den drei Jahren, in denen wir regieren, schlichtweg verfünffacht. Ja, das liegt jetzt bei 500 Millionen. Und das heißt, wir haben 50% mehr Betreuungsplätze geschaffen als unsere Vorgängerregierung. Ich meine, das ist einfach eine stolze Leistung, die allerdings das Land auch braucht und nötig hat. Die Zahl der Betreuungsplätze ist das eine, die Qualität das andere. Wie sieht es hier im Land aus? Ja, auch bei der Qualität sind wir führend. Der Betreuungsschlüssel, den wir haben, also Kinder zu einer Betreuerin, da liegen wir wirklich an der Spitze. Also auch was die Qualität betrifft, sind wir vorne dran. Auch das haben wir durch diesen hohen Mitteleinsatz ermöglicht. Gerade auch die Sprachförderung im Kindergarten ist wichtig. Was hat die Landesregierung hier auf den Weg gebracht? Wir machen eine Sprachförderung aus einem Guss, haben auch hier die Mittel erhöht. Denn wir wissen, Sprachqualität, wie gut können Kinder die Sprache, das ist für ihren Bildungserfolg, wenn sie in die Schule kommen, von ganz überragender Bedeutung. Und deswegen haben wir dem eine große Wichtigkeit zugemessen, denn jeder Euro, den wir hier investieren in dieser frühen Phase, zahlt sich viel mehr aus, als wenn wir ihn später investieren. Also es war höchste Zeit, in diesem Bereich was für einen guten Spracherwerb aller, auch der Migrantenkinder, zu tun.